Hallo und herzlich willkommen zu QuickTip Nummer 15. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr Materialien von einem Objekt aufs andere kopieren könnt. Ich habe hier zwei Cubes, einer hat schon ein Material, genannt Copy, und der andere hat gar kein Material. Jetzt möchten wir dieses Material auf diesen Cube hier übertragen. Wenn es nur zwei Objekte sind, könntet ihr natürlich das andere auswählen und einfach hier euch euer Material aussuchen, in dem Fall Copy. Es gibt aber auch noch eine andere Funktion, die für euch das erledigt sozusagen. Dazu wählen wir einfach mal diesen Cube hier aus. Und hier unter dem Plus- und Minuszeichen gibt es so ein Dreieck. Und dort gibt es drei Optionen. Copy Materials to Others, Copy Material and Paste Material. Und wir nehmen mal Copy und wählen den anderen Cube an. Und dann wählen wir einfach mal Paste. Und wie wir sehen, passiert nichts. Das liegt daran, dass hier noch kein Material drauf ist. Dann fügen wir einfach mal hinzu. Und dann können wir die Settings draufpacken. Wie gesagt, das braucht ein Material schon drauf. Es kopiert nur die Settings von den Materialien. Als nächstes möchte ich euch noch zeigen die andere Funktion hier, Copy Material to Others. Dazu habe ich hier auf Layer 2 eine Szene. Die ist sehr brauchbar, wenn ihr viele Objekte habt, so ab 5 oder noch mehr. Dann müsst ihr die nicht alle einzeln durchklicken und hier Copy and Paste oder hier auswählen, sondern ihr wählt einfach die Objekte, auf die ihr das Material haben wollt, an. In dem Fall den drei Cubes hier. Und als letztes das Objekt, auf dem das Material drauf ist. Das seht ihr hier an der orangen Linie. Die ist hier heller als bei den anderen. Das ist das aktive Objekt. Dann geht ihr einfach wieder auf das Dreieck und Copy Material to Others. Und schon haben die anderen die ganzen Materialien drauf. Jo, das war's heute schon wieder. Bis zum nächsten Mal.